Heute vergleiche ich das Oppo A12 mit dem Samsung Galaxy A20e. Nach dem Video kennt ihr die wichtigsten Unterschiede. Ich stelle die unterschiedlichen Daten der Smartphones in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften gegenüber. Am Ende des Videos gibt es ein Gesamtergebnis. In der Beschreibung unter dem Video findet ihr aktuelle Amazon-Bewertungen und Preise zu beiden Produkten. Design. In der Kategorie Design ist das Oppo A12 mit 51 zu 49 Punkten sehr knapp vorne. Das Galaxy A20e kann auch punkten und hat folgende Vorteile. 6 mm schmaler, 8,7 mm kürzer und 13,1% geringeres Volumen. Bildschirm. Beim Punkt Bildschirm ist das Oppo A12 mit 50 zu 29 Punkten eindeutig vorne. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus. 7,2% größere Bildschirmgröße. Besitzt bruch- und kratzfestes Glas. Und besitzt ein IPS-Panel. Das Galaxy A20e hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile. 9,6% höhere Pixeldichte. Und 2,6% höhere Auflösung. Leistung. Im Bereich Leistung gewinnt das Galaxy A20e deutlich mit 86 zu 79 Punkten. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen. 120 MHz schnellere GPU-Taktfrequenz. 384 GB mehr externer Speicher unterstützt. Und 0.8 neuere Version von OpenCL. Das Oppo A12 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile. 45% schnellerer Prozessortakt. 1 GB mehr Arbeitsspeicher. 32 GB mehr interner Speicher. 2 Nanometer kleinere Halbleitergröße. Und 27% höheres Benchmark-Ergebnis. Kameras. Beim Punkt Kameras kommen beide Produkte auf 46 Punkte. Folgenden Punkt hat das Oppo A12. Verfügt über eine Zeitrafferfunktion. Bei folgenden Punkten ist das Galaxy A20e besser. 20% mehr Megapixel der Hauptkamera. 1,6-fach mehr Megapixel der Frontkamera. Und 13,6% größere Blende bei minimaler Brennweite. Audio. Bei der Kategorie Audio kommen beide Produkte auf 62 Punkte. Es gibt hier keine grundlegend abweichenden Merkmale. Akku. Beim Punkt Akku ist das Oppo A12 mit 65 zu 64 Punkten haarscharf vorne. Es sticht hier durch folgenden Vorteil heraus. 41% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. Im Bereich Eigenschaften gewinnt das Galaxy A20e sehr knapp mit 78 zu 76 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser. Unterstützt NFC. Hat Typ C USB-Anschluss. Und unterstützt Galileo. Das Oppo A12 kann auch punkten und hat folgende Vorteile. Hat Wi-Fi 5 Verbindung. Und 0,8 Versionspunkte neuere Bluetooth-Version. Ergebnis. Mit 54 Punkten schlägt das Oppo A12 in der Gesamtwertung haarscharf das Samsung Galaxy A20e mit 53 Punkten. In der Beschreibung unten habe ich euch die aktuellen Amazon-Seiten zu beiden Produkten verlinkt. Dort findet ihr auch gute Erfahrungsberichte. Wenn euch dieser Vergleich gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Lasst mich und alle anderen gerne wissen, für welches Smartphone ihr euch entschieden habt. Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und klickt auf die Glocke.